Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 8:32 Uhr. Es ist der 13. April, Dienstag. Und wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor im Box-Trading und starten hier mit dem rechten Bildrand und sehen, dass der DAX bei 15.236 aktuell tendiert. Wir haben heute kein Gap, Daily Pivot. Und wenn wir uns den Chart mal anschauen, ich mache das mal auf dem 5-Minuten-Chart, mal ein bisschen kleiner. Dann sehen wir gestern die Bewegung. Wir hatten gestern eine Trading Range von 177 Zählern. Das ist nicht so schlecht. Beziehungsweise jetzt bin ich auch auf 5 Minuten verkehrt. Entschuldigung. Jetzt muss ich natürlich auf den 12. gehen. Jetzt habe ich das so klein gemacht. Fehlinformation, Fake News. Also gestriger Tag ist natürlich 86 Punkte nur. Und das ist wenig natürlich. Also Entschuldigung, 86, 87 Punkte aktuell. Die Trading Range, das war jetzt gemessen auf die letzten Tage. Hier nämlich vom 6. April. Das ist die gesamte Trading Range. Das sehen wir an den grauen Balken. Das heißt, wir haben in den letzten 1, 2, 3, 4, 5 Tagen, Handelstagen, insgesamt eine Trading Range von 180 Punkte. Das ist die 5-Tages-Box. Hier, das heißt, wir haben das Hoch bei 15.323, das Tief war bei 13.145. Das ist die gesamte Range der letzten Tage. Das ist normalerweise eine Bewegung, die wir sonst an einem Tag haben. Das heißt, wenn wir das auf 15 Minuten uns mal anschauen, dann sehen wir haben den Gipfel erklommen, All-Time-High 15.300 und der Markt ist relativ ruhig. Die Frage ist, gehen wir weiter nach oben oder ist wieder ein wenig Luft raus aus dem Markt? Das werden wir uns gleich dann anschauen. Wie gesagt, aktuell sind wir beim Daily Pivot und keine Blue Box aktuell. Und wenn wir bei den Blue Boxen bleiben, sehen wir gestern eine 12er ganz abends. Gehen wir weiter in den Nachmittag rein. 17er ist direkt in den Gewinn gelaufen. 14er ist in den Gewinn gelaufen. 15er hat ziemlich lange gebraucht. Erster, zweiter und dann irgendwann hier unten raus. Die 14er Box hat auch ein bisschen gebraucht, bis sie in den Gewinn gelaufen ist. Und das ist die 27er. Die haben wir gestern getradet und die ist long ausgebrochen und in den TP gelaufen. Auf dem linken Chart haben wir einen Hedge, den haben wir gegen 11:30 Uhr platziert. Warum? Weil ich dort zur Mittagspause, wenn der Trade dann noch nicht in den Gewinn gelaufen ist, stoppe. Wie sind die Vola-Boxen gestern gewesen? Sie sehen gestern Nachmittag, hier sind einige gewesen, wo der Kurs rein und dann wieder abgeprallt ist. Also da hätte man noch gute Trades ansetzen können. Wie kommt die Vola-Box heute rein? Ganz bei 15.262. Das heißt, wir müssen schon ein Stückchen wandern nach oben. 15.062. Das ist irgendwo hier oben. Da wird die Vola-Box reinkommen. Circa. Das heißt, der Kurs geht erstmal hier oben und die untere werden wir uns dann gleich bei der Markteröffnung anschauen. 8:35 Uhr und wie immer starten wir dann auch mit unseren großen Zeitebenen und fangen heute an mit Bitcoin. Bitcoin 60.923. Morgen Börsengang in Amerika von der Bitcoin-Börse Coinbase. Die geht morgen am Markt. Bewertung schwankt zwischen 100 Milliarden und 150 Milliarden. Da bin ich auch gespannt, wie der Markt morgen getaxiert wird. Ja, vielleicht beflügelt das aktuell den Bitcoin nochmal, dass morgen so ein Monster-IPO in Amerika stattfindet. 60.661 aktuell der Bitcoin, also auch hier auf All-Time-High. Wir bleiben dort und schauen uns dann den Goldpreis dagegen an. Goldpreis ist ruhig 1725. Öl
haben wir schon betrachtet, ist nach wie vor ruhig. Da sind wir auch short im Öl, aber auch da sehen wir aktuell 60,63 ist relativ wenig los. Nasdaq, die Technologiebörse, ja, das All-Time-High sehen wir hier oben knapp darunter. S&P 500, die dort sehr stabil, 4.127 Zähler. Und zum Dow Jones, auch da sehen wir, stehen wir auf dem Gipfel, höher stand der Markt nicht. Also wir sind hier auf All-Time-High auf diesem am Markt. Das ist der Überblick. Und wir können auch einmal auf Ethereum schauen. 2.167 Dollar. Auch hier sind wir rüber gelaufen. Auch hier sehen wir im letzten Jahr bei 169 Ethereum und jetzt sehen wir bei 2.164 Zähler. Einmal neue Welt, einmal alte Welt. So, dann warten wir jetzt, bis wir in eine Box reinkommen. Auf der rechten Seite hätten wir nach unten hin die Big Number bei 15.200. Die wäre hier. Oder nach oben hin die 15.600. Oder wir platzieren eine Blue Box, wenn die sich entwickelt. Ja, insofern bleibe ich noch ein bisschen neutral hier und warten, bis die Kurse in Frankfurt öffnen. Aktuell haben wir eine Trading Range für heute Morgen von 12 Zählern. Das ist nicht viel. Gucken, dass wir um 9 Uhr dann ein bisschen Dynamik hier reinbekommen. Also Countdown läuft. Wir sind direkt beim Daily Pivot 5236. 26 Sekunden noch. Noch haben wir keine Order platziert, sondern warten auf eventuell eine Hedge-Auflösung. Das wäre dann auch der erste Trade. 12. Sechs und mit Horn und die Börsenglocke 12.262 zu 15.262 zu 15.247. Wenn er reinläuft in die Box, dann wird der Trade aktiviert. Er muss aber reinlaufen. Noch ein bisschen. Jetzt ist der Kurs noch nicht. Er muss richtig reinlaufen. So, jetzt versuchen wir noch mal reinzukommen in die grüne Box und dann, wenn er sie verlässt, gehen wir auf Verkaufen. Jetzt ist er drin. Schauen wir mal, ob er es schafft. Und wir sind short. Short in der ersten Box. Und jetzt schauen wir mal, ob der Kurs nach unten unter dem Daily Pivot oder nach oben raus möchte. So, parallel.
So, jetzt mal Angriff auf den Daily Pivot. Sechsunddreißig, der Daily Pivot. Guten Morgen, Natascha. So, wir machen uns bereit für den Landeanflug. Das war der Eröffnungstrade inklusive Hedge-Auflösungstrade und heute nicht auf angepasst, sondern bei der geringen Vola sind wir, haben wir Demut und sind zufrieden, dass wir raus sind. Und ich verabschiede mich jetzt bei den YouTuber. Das war der Eröffnungstrade mit einer Vola-Box. Und wir machen im Live-Trading-Raum jetzt weiter und dann bis morgen.